Hallo zusammen, mein Name ist Silvio Schneider von der Online Guitar Academy. Viele meiner Gitarrenschüler und Teilnehmer meiner Workshops spielen nach Tabulaturen. Das ist prinzipiell auch gar nicht schlecht. Und ja, ich weiß auch, dieses Spielen nach Zahlen hat für euch ganz, ganz viele Vorteile. Man erkennt ziemlich schnell den Ton, man erkennt ziemlich schnell, wo der Ton gegriffen werden soll auf dem Griffbrett. Und gerade auch, wenn ihr vielleicht mit unterschiedlichen Stimmungen arbeitet, ist es sicherlich ein unerlässliches Hilfsmittel. Deswegen kennen wir Tabulaturen ja auch bereits seit dem 15. Jahrhundert. Aber wenn du auf der Gitarre einen Schritt weiterkommen möchtest, dann lässt du dich noch heute von mir überzeugen, warum du jetzt anfangen solltest, Noten zu lernen. Noten sind die präziseste Darstellung von Tönen mit allen wichtigen Informationen, die wir brauchen, wie Tonhöhe, Tonlänge, Phrasierung, Dynamik und so weiter. Gerade auch im mehrstimmigen Bereich, wenn du also Stücke hast, die eine Oberstimme haben, eine Bassstimme, die gegenläufig geführt werden, ist es unerlässlich, mit Noten zu arbeiten, weil wir wissen wollen, wie lange jede einzelne Stimme zum Beispiel gehalten werden soll. Und das Allerwichtigste, Noten sind die universellste Schreibart aller Instrumente. Wer Noten beherrscht, kann fast alle Stücke aller Instrumente spielen und umsetzen. In meinem neuen 10-teiligen Videokurs, der ultimative Griffbrett-Guide, endlich Noten und Griffbrett verstehen, möchte ich dir zeigen, dass Notenlernen kein Hexenwerk ist. Ich zeige dir Schritt für Schritt zuerst die Töne in der ersten Lage auf jeder Seite. Danach arbeiten wir uns in jedem Kapitel langsam nach oben, bauen Vorzeichen ein, gehen über das zweistimmige Spiel immer weiter, bis wir, und das ist mein Ziel mit dir, ein gutes Noten- und Griffbrettverständnis bis in höhere Lagen haben. Dazu erhältst du jeden Monat ein interaktives PDF, in dem alle Links, zum Beispiel zum Video des Kapitels, zu den Audios und so weiter, direkt verlinkt sind. Es gibt Play-Alongs, Aufgaben sowie Übungen zu jedem Gebiet. In jedem Kapitel lernst du ein neues Stück, das meistens mit Play-Alongs kommt, damit das Üben noch mehr Spaß macht. Und alle 2 Wochen bekommst du eine zusätzliche Aufgabe von mir geschickt, um das Gelernte noch zu wiederholen und weiter zu vertiefen. Sei dabei und geh den nächsten wichtigen Schritt auf deiner Gitarre. Ich freue mich auf dich. Dein Silvio.